Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Jawohl, ja. Wir sind ja nächste Woche, dieses Mal ein bisschen später als sonst. Also, wir haben jetzt Samstag, aber ja, Zeit halt, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. So. Was ist passiert in der Woche? In der Woche ist, glaube ich, nicht so viel passiert. Ich bin jetzt Level 50. Joa. Festung ist schon ganz ordentlich ausgebaut, eigentlich. Ich habe jetzt hier. 4, das ist Level 6, Level 6, Level 7, Level 8, Festungsstufe 8, dies, das, jenes. Ja, läuft ganz gut. Können wir irgendwie mal prügeln gehen hier? Ach, verdammt. Niemanden zum Verprügeln. Schade. Ja, das Ausbauen der Festung kostet ganz schön viel Kohle, aber noch geht's. Und wir haben gerade zum Glück ein Gold-Event, was sehr praktisch ist. Können wir uns mal glatt hier was Hübsches aussuchen, was ordentlich viel Erfahrung gibt hier. Wo ne, halt, stopp. Bevor wir das tun, will ich nochmal Dungeons gucken. Was wir da Feines haben. Einmal ein Pirat. Den haben wir platt gemacht. Nice. Was haben wir sonst noch? Einen Räuber. Wow! Heiliges Klopapier. Oh mein Gott. Episches Toilettenpapier der Überlegenheit. Krasser Schiat. Aber es ist leider für uns nicht gut zu gebrauchen. Das ist echt schade. Obwohl, es ist Glück, was da drin hockt, ne? Quatsch, nein, da hockt Intelligenz drin, Mist. Und es gibt nur ganz viel Glück. Aber viel Geld gibt es immerhin. Katsching! So, Dungeons. Okay, machen wir das Krokodil. Das schaffen wir nicht, schade. Okay, da wollte ich gar nicht hin. Dungeons, hier. Und zwar, der ist fertig, ja. Hier können wir nochmal gucken gehen. Die Sukubu. Ja, jawohl! Und den Endboss? Ob ich den schaffe? Ich glaube kaum. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ah, schade. Der ist nicht gut. Warum gibt es denn hier nur Glück? Wollen mich verarschen? Ich will Intelligenz und Ausdauer, verdammt Scheiße. Egal. Hauptsache Erfahrung. Wir sind Level Up. Das ist immer gut. Wir haben noch hier den Dungeon. Oh, ein Wolf. Go. Au, schade. Gut. Das wäre es gewesen. Fast zwei Level gemacht. Das ist gut. Das ist gut. Was gibt's heute im Laden? Im Laden gibt es Glück. Toll, heute ist alles irgendwie Glückstag, habe ich das Gefühl. Ja, nichts Tolles dabei. Im Waffenladen wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Nein. Ich hatte gestern Abend ziemlich Glück gehabt. Beim einmal Ware neu machen habe ich direkt ein Epic gekriegt. Und zwar das hier. Diesen coolen Stab. Der ist ziemlich geil. Ziemlich sehr geil. Momentan habe ich allerdings extrem viel Pech, was Steine angeht, weil jemand zur Festung. Ich krieg aus der Mine momentan echt nur Kacke raus. Es ist zum Kotzen, ehrlich. Dritter Glück, ich habe gestern, ich glaube, dreimal Stärkesteine gekriegt und was ist das andere? Ich habe blaue gekriegt und gelbe, glaube ich. Nee, ja, gelb hier ist. Was ist das? Geschick. Will ich auch nicht haben. Ich will grüne und lila, ne? Das kann doch nicht so schwer sein. Konnte ich ihn trinken? Ah ja, nee, konnte ich nicht. Aber es läuft, die sind ein bisschen gesteckt. Teilweise. Ja. Achso, genau. Und dann können wir jetzt mal auf ein Abenteuer gehen. Ich wollte das hier nehmen, nicht wahr? Jawohl. So, und während wir schön auf Abenteuerreise sind, haben wir noch ein paar Themen zum Quatschen. Und zwar einmal ein neues Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es auch heute noch kommt. Es kommt darauf an, ob ich gleich noch Zeit zum Hochladen habe oder nicht. Und zwar namens Slime Ranch. Aber bevor wir zu Slime Ranch gehen, muss ich mal ganz kurz meine Nase putzen. Es tut mir leid. Jawohl. So. Und zwar Slime Rancher. Ein ultra niedliches Spiel. Kam jetzt gerade erst raus, glaube ich. Also zumindest eine Pre-Alpha. Und über Humble Bundle erhältlich. Es ist quasi. Ja, im selben Stadium, wie ich Stonehearth damals geholt habe, wobei das Spiel an sich schon extrem weiter ist als Stonehearth. Das ist auf jeden Fall gar keine Frage. Man kann speichern, das ist schon mal 20 Mal so weit, wie Stonehearth damals war. Und es ist einfach wirklich, wirklich extrem, extrem niedlich. Und ich glaube, das Spiel hat jetzt schon Status eines Minispiels. Das heißt, Spielcontent ist zumindest für ein paar Stunden auf jeden Fall vorhanden. Und also ich habe jetzt schon, ich glaube, drei oder vier Folgen aufgenommen. Und es läuft einwandfrei. Ich hatte weder Lags noch Abstürze. Doch ein Lag hatte ich, aber das war so ein, keine Ahnung, ein kurzes Standbild.
weil mir eine Karotte in mein Gesicht geflogen ist. Klingt lustig, ist es auch. Und ansonsten, also wirklich sonst keine Lags. Ich habe noch keine Bugs gesehen, Glitches auch eher nicht. Man kann es halt ab und zu durch die Slimes durchgucken, aber bei Slimes ist es nicht ganz so schlimm, wenn man da mal durchgucken kann. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie gut es läuft. Ich meine, hinter dem Spiel hängen zwei Entwickler, ein Grafiker und ein Developer, also Programmierer. Und die haben aber schon Erfahrung mit Spielen. Das ist sehr schön. Das heißt, da ist auf jeden Fall nicht unbedingt Neulingsbereich. Das ist gut fürs Spiel, definitiv sehr gut fürs Spiel. Ist ein 3D-Spiel, das heißt, 3D-Grafik halt. Also nicht so wie, also... Und rund. Es ist kein Minecraft. Es ist absolut kein Minecraft. Und trotzdem ist es ein verdammt niedliches Spiel. Ja, es geht da halt drum. Man hat halt, ist auf einem fremden Planeten gelandet und hat halt seine Ranch gebaut. Und dann kann man jetzt diese Slimes halt mit seinem Vakuumgerät einsaugen und in die Gehege wieder freilassen. Dann kann man die Viecher füttern mit ihren speziellen Sachen, die halt gerne essen. Und dann kacken die halt ihre Kacke aus, so Kristallkackdinger. Und die kann man dann verkaufen. Und das ist ziemlich witzig. Und es gibt alle möglichen, also es gibt echt viel verschiedene, also wobei noch sind es nicht sonderlich viele verschiedene, aber ne, Pre-Alpha, dafür gibt es bestimmt, ich glaube es sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 12, ich weiß nicht, 15 verschiedene Slimes oder so, zumindest gibt es 15 verschiedene Kacke ungefähr. Und ich glaube es gibt sogar noch mehr Slimes, weil man die noch kombinieren kann, zum Beispiel wenn ein runder pinker Slime einen grauen Katzenslime ist, wird es zu einem großen pinken Katzenslime. Das ist echt super witzig. Oh Mann. Ich bin gespannt, was es da noch alles gibt. Und es gibt halt verschiedene Futterarten. Man kann Hühner verfüttern, man kann andere Slimes verfüttern, wie ihr schon gesehen habt, gehört habt. Und Karotten gibt's und Drachenfrüchte und Pogo-Früchte und so Herzbeeten-Dinger und ach, allen möglichen Shit, das ist der Wahnsinn. Echt super, es macht mega Spaß und ich bin da auch mal wieder sehr gespannt, wie schnell das da weitergeht. Ich bin zwar kein Fan von Spielen, wo nur zwei oder drei Programmiergeräte hängen, weil es da mit den Updates immer leider sehr lange dauert. Aber ja, ich bin, wie gesagt, sehr zuversichtlich und super gespannt, wie es da weitergeht. Dann haben wir noch 7 Days to Die, genau, und zwar... hatte ich da ja eigentlich angedacht, ein Multiplayer-Projekt draus zu machen, was momentan nicht so ganz funktioniert. Wir haben zwar einen Nitrado-Server, aber das Spiel läuft einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ich habe es noch nicht in der letzten Zeit ausprobiert, weil die hatten zur Alpha 13 auf dem Server nur die Alpha 13.0-Version und die läuft im Multiplayer überhaupt nicht, leider. Es ruckelt einfach, man hat einen Ultra-Delay, das ist... unspielbar, wenn man 30 Sekunden drauf warten muss, dass irgendwas aufgeht oder eben ein Mensch schon 30 Sekunden weiter ist und man sieht noch, wo er 30 Sekunden vorher war. Das geht gar nicht, vor allem nicht mit den Zombies. Und aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Ich muss mal gucken, ob es inzwischen eine neuere Version gibt. Ansonsten müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir da manuell die neueste Version drauf spielen, weil andere kriegen es schließlich auch hin. Es gibt ja schon Multiplayer-Let's Plays von 7 Days to Die, Alpha 13, und die einwandfrei laufen. Also so einwandfrei wie Multiplayer im 7 Days to Die halt läuft. Und ich habe auch gehört, dass 7 Days to Die dieses Jahr in die Beta kommen soll. Das finde ich extrem geil. Weil ich denke mal, bei 7 Days to Die heißt Beta in dem Sinne, dass das Spiel kurz vorm Vervollständigen ist. Das wäre ziemlich geil, weil es ist ja inzwischen auch schon echt extrem weit. Und Moment, was nehmen wir denn hier? Da. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin auch noch gespannt, was alles kommen wird, weil die sind jetzt gerade dabei, die ganzen Grafiken da aufzuwerten. Und ich bin ja immer pumped für neue Grafiken, ne? Ha, Grafikerherz schlägt da höher. Ha. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich meine, es gibt da noch einige Texturen, die ausgetauscht werden müssen, was man auch definitiv sieht. Aber ansonsten ist schon geil. Ist schon geil. Ich frage mich halt, ob noch ein paar Item-Texturen ausgetauscht werden, weil ich finde, die sehen teilweise noch ziemlich kacke aus. Wer weiß. Und, ist ja auch gerne mal oft so, dass sie zum echten Release wirklich noch richtig fette Dinger umschmeißen einfach und anders machen. Auch vom Aussehen her und Co. Ich habe auch schon bei anderen Spielen gesehen, die in der Beta etwas anders aussahen als in der Alpha. Oder, wobei es ist ein schlechtes Beispiel. Rust ist immer ein extrem schlechtes Beispiel, weil Rust inzwischen schon irgendwie dreimal neu gemacht wurde. Oh Mann. Und immer ganz anders war. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht erst reden. Das Spiel ist nur eine Sache für sich. Wird auch niemals fertig werden. Niemals. Kann mir keiner erzählen. Echt. Und ja, ich freue mich sehr auf die Beta von 7 Days to Die, wenn es dann endlich ins Finale geht. Jetzt nach so vielen Jahren, es ist echt schon lange her.
Ich glaube, die Alpha 2 oder 3 habe ich gespielt. Da war ich noch, da habe ich noch in Düsseldorf gearbeitet. Alter, das ist, als ich auf meiner eigenen Wohnung gelebt habe. In meiner ersten eigenen Wohnung. Das ist übrigens ein geiles Gefühl. Das erste Mal alleine wohnen. Richtig geil. Aber ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Folge. Und ja. Ich bin gespannt, was noch mal alles kommt dieses Jahr. Ich meine, die Indie-Spiele bzw. die Early Access-Spiele. Ich meine, es ist ja inzwischen Trend. Es gibt ja kaum noch fertige Spiele, die released werden. Von daher wird es sicherlich dieses Jahr auch noch viele andere Spiele geben, die nicht fertig sind und trotzdem ziemlich geil, so wie zum Beispiel Slime Rancher. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Anregungen habt für Themen, über die ich mal quatschen soll oder über die ihr gerne mehr wissen würdet, dann sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.